Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022. Christi Himmelfahrt oder Vatertag, je nachdem. Ja, dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Wir haben die Sonne im Zwilling, kommunikativ, vielseitig interessiert. Und wir haben den Mond im Widder. Da wird man draufgängerisch, so ein bisschen abenteuerlich. Das kann ja am heutigen Tag vielleicht auch Sinn machen. Wir haben auch noch weiterhin Merkur und Pluto, wo man eben Dinge gut rüberbringen kann und eben auch sich vielleicht ein Stück weit durchsetzen kann. Wir haben Mars im Widder, habe ich schon gesagt, und wir haben eben auch die Energie mit Merkur rückläufig. Also es ist schwierig, da eben immer so ein gesundes Mittelmaß zu finden, aber ich wünsche euch einen schönen Tag und wir schauen uns an, was die Karten für heute im Petto haben. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind beim Vatertag, Christi Himmelfahrt, 26. Mai 2022. Sonne in den Zwillingen, der Mond im feurigen Widder. Ja, wir haben natürlich noch die Energie bis zum 27., wo man ja auch die Energie hat von Merkur und Pluto. Also man kann überzeugen, man kann sich durchsetzen. Aber ich denke, mit Merkur rückläufig sollte man da ein bisschen vorsichtig vorgehen, nicht übereilen und natürlich aufpassen, was man wie rüberbringt. Was haben wir? Ja, da ist noch keine Lösung in Sicht. Acht, der Schwerter. Der Narr ist der Neuanfang. Und die Mäßigkeit, da haben wir die Schütze-Energie der Mäßigkeit. Also ich denke mal, wenn du heute keine Lösung hast, wenn du heute, ich sag mal, an einer Sache rumknusperst, die noch nicht geklärt ist, kümmere dich erstmal darum, den Tag heute zu genießen, die Ruhe zu genießen, dich auf das zu konzentrieren, was dich in deine innere Mitte bringt, sei es feiern, sei es entspannen. Wir haben Geselligkeit heute, das passt ja zum Vatertag. Und ich denke mal, es geht einfach darum, auch mal so ein Stück Abstand zu gewinnen zu der Acht der Schwerter. Also die Lösung ist noch nicht in Sicht. Man plant oder man lenkt sich ab mit irgendwas anderem, mit dem Narren und mit der Geselligkeit. Auch das kann manchmal ganz gut sein. Wir sollten natürlich nicht versuchen, irgendetwas mit Gewalt durchzusetzen, ganz klar. Also ich denke mal, es geht einfach heute darum, die Kräfte zu bündeln, zu sammeln, sich zu entspannen oder eben auch abzulenken mal von dem, was man momentan noch nicht lösen kann. Und ja, vielleicht kommt danach dann die Erkenntnis oder in Gemeinschaft irgendwie ein Lösungsansatz. Wäre ja zu wünschen. Ja, mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Wie gesagt, heute ist kein Tag für den Widder, Lösungen anzustreben, einfach weil die Lösung noch nicht klar ist. Vor einem liegt. Ich wünsche dir aber einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Schier. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt und oder Vatertag. Also, heute ist Feiertag und den sollst du natürlich auch genießen. Wir haben die Sonne im Zwilling, das ist kommunikativ, Gespräche können stattfinden. Wir haben bis zum 27. Merkur und Pluto noch in Durchsetzung und dass man was rüberbringen kann, wovon man überzeugt ist. Der Mond ist im feurigen Widder. Bitte nicht mit dem Kopf durch die Wand und auch nicht, ich sag mal, zu eigensinnig. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Wir können aber schauen, was wir für den Stier am heutigen Tag allgemein haben. Freundliche Energie mit dem Ritter der Kelche, also freundlich aufeinander zugehen. Gespräche auf Augenhöhe, schön. Und sieben der Kelche, das ist natürlich hohe Erwartung. Man hat hohe Bestrebungen, man hat hohe Ziele oder Ideale und vielleicht liegt das auch an beiden. Also das kann freundschaftlich sein, partnerschaftlich sein, geschäftlich sein, alles möglich. Sieben der Kelche ist immer Illusion. Entweder entscheide ich mich für einen Kelch hier, also für eine Sache, in die ich mich dann reinhänge, oder aber ich habe wirklich an mich und andere hohe Erwartungen und das ist so vorprogrammierte Enttäuschung. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Wir haben die Königin der Stäbe. Da haben wir die Feuerenergie, optimistisch rangehen. Man kann ja vielleicht auch, wenn man so ein Gespräch führt und sich vielleicht nicht einigen kann, zumindest mal, ich sag mal, ein Szenario sich ausmalen. Also wirklich fantasieren. Wie würde das denn aussehen, wenn man dies oder jenes umsetzen würde? Das kann man machen. Man kann das natürlich auch mal so
in Gedanken oder im Gespräch eben auch so bildlich darstellen oder sich austauschen, wie das aussehen könnte. Vielleicht kommt man dann leichter auf ein Ergebnis. Aber ich denke eben, solange die Erwartungen vielleicht auf beiden Seiten zu hoch sind, ist die Enttäuschung einfach mit drin. Also langsam machen, optimistisch bleiben. Vielleicht kommt das ja in naher Zukunft die Lösung. Ich wünsche dir einen schönen Tag, genieße es und sammle deine Kräfte und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Herzliches Willkommen, lieber Zwilling. Wir sind bei Christi Himmelfahrt, Vatertag. Das ist der Donnerstag, 26. Mai 2022. Die Sonne im eigenen Zeichen gibt dir natürlich Kraft und Power, kommunikativ, vielseitig. Ja, der Mond ist im feurigen Widder, da ist man begeistert. Jupiter ist ja sowieso im Widder und kann dich dazu verleiten, ja, dich ein bisschen zu überschätzen. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist immer noch rückläufig und sorgt dafür, dass man ja das ein oder andere Mal vielleicht das Fettnäpfchen übersieht oder vielleicht auch ungewollt irgendwas sagt, was der andere falsch auffasst. Also da müssen wir natürlich Acht geben. Wir haben zudem eine Energie zwischen Merkur und Pluto. Da hat man Durchsetzungskraft, ja. Die wichtige Frage dabei ist natürlich, lohnt es sich und ist das wirklich dann realistisch auch eine gute Lösung? Schauen wir uns an, was wir heute für den Zwilling allgemein haben. Ein Neuanfang, der Narr, sehr schön. Wir haben die 5 der Kelche, bedauern, ja, oder Negatives betrachten und die Ausgewogenheit der Waage-Energie, Harmonisierung. Okay, wir haben also wahrscheinlich das Ziel, neu anzufangen, Dinge neu zu bewerten, neu anzugehen. Wir haben aber die 5 der Kelche, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht und wir hadern so ein bisschen mit dem, was wir erfahren haben. 3 der Kelche. So, die Aufgabe der 5 der Kelche ist ja, sich umzudrehen, das Gespräch zu suchen, aufeinander zuzugehen, um, ich denke, zu harmonisieren die Dinge, ich sag mal, auf einer recht sachlichen und klaren Ebene zu sehen. Wir haben das Gericht, da haben wir die Sachlichkeit, da haben wir die Faktenlage. Also was ist gerade Fakt, was ist realistisch? Also nicht, was würde ich gern, was hätte ich gern, sondern wie stehen die Dinge tatsächlich? Und was kann ich damit anfangen, um die Dinge zu harmonisieren, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, den Neuanfang vielleicht zu generieren? Und ich habe den Eindruck, dass das eben momentan noch nicht so leicht umsetzbar ist, aber man kann es natürlich vorbereiten. Und das ist Ziel dieser ganzen Energie heute, also den neuen Plan zumindest in Erwägung ziehen, harmonisieren, Faktenlage checken und schauen, wie können wir es umsetzen. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt oder eben auch Vatertag. Ja, wir haben die Sonne weiterhin im Zwilling. Da ist viel Kommunikation drin und wir haben den Mond im Widder. Feurige Energie, Durchsetzungskraft, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand, nicht so gut, ja. Wir haben auch die Energie zwischen Pluto und Merkur, dass man sich durchsetzen kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Merkur rückläufig ist. Das bedeutet eben, dass Dinge nicht so einfach machbar sind, ja? Man muss das vielleicht ein bisschen zaghafter angehen. Was haben wir denn heute für den Krebs am Vatertag? Was ist allgemein drin? König der Schwerter, klare sachliche Argumentation, ein Ratgeber oder jemand, der eben, ich sag mal, die Dinge benennt, wie sie sind. Wir haben den Ritter der Schwerter, das ist schnelle Energie, überraschende Energie und den Herrscher. Wow, da kann jemand versuchen, möglicherweise irgendetwas auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Das kann deine Energie sein oder es kann die deines Gegenübers sein. Wir haben hier Sachlichkeit, wenig Gefühl. Der Herrscher ist sich der Verantwortung bewusst, aber er kann eben auch delegieren. Und er kann eben auch Entscheidungen treffen. Und da ist es wichtig, dass man sich überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich denke mal, da ist vielleicht auch ein hartes Wort, ja, kann auch Kritik sein, kann auch harsche Worte sein, also böse Worte. Und eben auch der Herrscher ist Beherrschung, ja. Und wir haben ja das Thema mit Pluto und Merkur, Durchsetzungskraft. Wir haben hier die 2 der Münzen. Du als Krebs solltest dir überlegen, ob die Dinge tatsächlich so sind, wie sie dir vorgestellt werden, oder aber ob du selbst als Herrscher die Dinge so unbedingt machen solltest. Also wichtig ist, dass du nicht irgendwas entscheidest, ohne dass du dir der Konsequenzen bewusst bist, ja. Das kann sein, dass auch überraschend eine Klärung erfolgt
und dass man dann die Verantwortung übernimmt. Wichtig ist, die Prioritäten abzuwägen. Ist das jetzt wirklich so richtig, vernünftig? Also keine vorschnellen Entschlüsse, sondern gut überlegen. In beiden Fällen, ob du das jetzt bist, der entscheidet, oder dein Gegenüber. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Und wir schauen uns an, was wir für den Löwen haben. Die Sonne ist weiterhin in den Zwillingen. Das macht kommunikativ, diskussionsfreudig, vielseitig interessiert. Der Mond im Widder hält dazu an, dass man sich durchsetzt. Mit Merkur und Pluto ist das auch noch befürwortet. Man sollte aber mit Merkur rückläufig da sehr, sehr vorsichtig sein, weil eben auch Dinge nicht so einfach sind, wie man manchmal denkt. Was haben wir denn heute an diesem Donnerstag für den Löwen allgemein? Eine gesunde Basis, Hausheim, Familie, nahes Umfeld. Die 5 der Kelche, da gibt es was zu bedauern. Und die Strategie, wie gehe ich weiter vor? So, wir haben mit der 5 der Kelche natürlich immer das Bedauern und die Aufforderung, das, was man hat, zu würdigen und das zu nutzen. Das bedeutet, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, freundlich entgegenkommt, ja, auf Augenhöhe heißt ja, ich höre dir zu, du hörst mir zu und wir finden einen Kompromiss. Die Strategie, wie kann ich das managen? Also wenn es jetzt um den Rückhalt geht, die Freunde, das nahe Umfeld, die Familie und so weiter, kann es natürlich sein, dass da vielleicht irgendwas nicht so in Ordnung ist oder dass man noch keine Einigung erzielt hat. Das ist ja bei Merkur rückläufig sowieso schwierig, auch das mit dem klaren Absprachen irgendwie treffen. 3 der Stäbe ist die Strategie und wir haben die 7 der Stäbe. Da ist der Widerstand. Das kann bedeuten, dass du selbst als Löwe irgendwo für deine Belange natürlich einstehst, genau wie die anderen auch. Aber es geht eben darum, mit dem Widerstand hat man die Rüstung an, man ist kampfbereit. Man weiß, kann sich dem, will sich dem stellen. Widerstand bedeutet ja immer eine Hürde, die man nehmen muss. Also entweder bist du selber nicht bereit, die Dinge, ich sag jetzt mal beim Namen zu nennen oder dich auf Augenhöhe zu treffen, weil du gekränkt bist oder weil du jemanden gekränkt hast. Das kann, wie gesagt, auf beiden Seiten liegen. Und du bist gerüstet. Vielleicht ist es aber auch, ich werde das erklären. Ich möchte das erklären, damit der oder die andere mich versteht. Auch das ist okay, aber du solltest dir das gut überlegen und einfach mal so in dich schauen, nicht jetzt mit dem Kopf durch die Wand, denn auch das könnte die 7 der Stäbe bedeuten, dass ich jetzt einfach mache, was ich will oder so. Vorsicht, vorsichtig, gut überlegen und darüber nachdenken, welche Konsequenzen zu erwarten sind, wenn du das tust, wofür du dich entschieden hast. Das kann positiv sein oder eben nicht so positiv. Ich wünsche dir aber eine gute Entscheidung und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt oder Vatertag. Ja, wir haben einen Feiertag und die Sonne ist weiterhin in den Zwillingen. Das ist ja vielseitig, kann auch Nervosität bedeuten, aber auch viel Kommunikation. Der Mond ist im Widder. Widder ist feurig, ist durchsetzungsstark und manchmal eben auch sehr eigenwillig. Wir haben auch noch Merkur und Pluto, die auch die Durchsetzungskraft stärken. Die Frage ist nur, lohnt es sich? Sollte man das wirklich tun? Kommt immer auf die eigene Situation drauf an. Wir haben immer noch Merkur rückläufig. Was haben wir jetzt für die Jungfrau am heutigen Donnerstag? Rat des Schicksals, das läuft im Hintergrund. Wir haben den leidenschaftlichen Neubeginn und wir haben die 5 der Schwerter. Also da kann man sich zum Beispiel kämpferisch geben. Da ist man vielleicht auch wütend, wenn ich jetzt hier die Leidenschaft sehe. Man ist aufgebracht, ne, vielleicht. Wir haben aber das Rad des Schicksals im Hintergrund. Und das heißt, im Hintergrund laufen die Fäden zusammen. Du merkst es vielleicht nicht. Und vielleicht ist es gar nicht so gut, sich jetzt heute, wenn man sich über was aufregt, so zu echauffieren, auszuflippen, aus der Hose zu fliegen. Ja? Vielleicht lohnt sich das gar nicht. Natürlich ist es wichtig, Unliebsames anzusprechen, Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist, für die zu kämpfen, sich einzusetzen, aber sachlich. Mit Leidenschaft haben wir hier auch Eifersucht, wir haben Zorn, wir haben ja Ausbrüche. Ne? Ein leidenschaftlicher Neubeginn ist ja, wie gesagt, mit Merkur rückläufig sowieso äußerst schwierig. Und deswegen denke ich, dass das nicht auf Gegenliebe stößt oder nicht das erzielt, was du dir davon vielleicht versprechen könntest. Also Prioritäten setzen. Ich sag mal, lohnt es sich wirklich,
da so einen Aufriss zu machen? Das musst du natürlich von Situation zu Situation selbst entscheiden. Oder ist es vernünftiger, den Ball flach zu halten und erstmal zu schauen, was dahinter steckt? Denn ich bin hier irritiert mit dem Rad des Schicksals, laufen die Fäden hinten zusammen. Vielleicht ist es auch eine Prüfung, wie du dich in Stresssituationen verhältst, als Beispiel, ne? Also ich wäre da wenigstens vorsichtig und würde abwägen, ob es sich tatsächlich lohnt, ja? Ein leidenschaftlicher Neubeginn ist schön. Vielleicht kommt er auch, wenn du gewisse Dinge für dich relativiert hast. Ja, auch das wäre möglich. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022. Christi Himmelfahrt, Feiertag und Vatertag. Ja, wir haben die Sonne in den Zwillingen. Das ist für dich als Waage natürlich schön, weil das auch ein Luftzeichen ist, du sehr kommunikativ bist und dich gerne unterhältst. Das ist auch schön. Im Mond haben wir den Widder, bedeutet feurige Energie, Durchsetzungsfähigkeit und Merkur und Pluto eben auch in der durchsetzungsfähigen Phase. Wir schauen mal, wie sich das für dich zeigt, beziehungsweise was dir auch begegnen kann natürlich. Was haben wir für die Waage heute allgemein? 9 der Schwerter, das sind unnötige Sorgen, aber auch Gespräche. Es geht um Beziehungen, wichtige Beziehungen, also zu deinem höheren Selbst, zu deiner Familie, deinem Partner, Partnerin, Freunden, Bekannten. Und wir haben die Mäßigkeit. Das bedeutet eben, dass man heute sich Sorgen macht, ob die Beziehungen im Lot sind, ob das alles noch so richtig ist. Wichtig ist, dass du Gefühl und Intellekt in Einklang bringst. Also weder das eine noch das andere zu stark bevorteilst. Also zu sachlich wäre auch doof und zu gefühlvoll eben auch. Ein gesundes Mittelmaß in Gesprächen mit Beziehungen. Also wie gesagt, das kann die Familie sein, der Partner, die Partnerin oder eben auch andere Menschen, die dir nahestehen. Wir haben hier den Neuanfang. So, der Narr. Und ich denke, dass ein Neuanfang möglich und machbar ist, aber vielleicht nicht heute an diesem Tag unbedingt. Es geht ja um Durchsetzungsfähigkeit. Vielleicht machst du dir auch Sorgen, dass dein Partner oder deine Partnerin eben auch zu durchsetzungsstark ist und sich zu sehr durchsetzt. Und du wünschst dir einen ausgewogenen Neuanfang. Dann gilt es natürlich, darüber zu sprechen, aber natürlich nicht sich mit Gewalt oder durchzusetzen, aber auch nicht klein beizugeben. Ein gesundes Mittelmaß, Gefühl und Intellekt im Einklang ist wichtig, um den Neuanfang überhaupt möglich zu machen. Und das wünsche ich dir von Herzen und damit die Harmonie für die Waage dann auch einkehren kann. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022. Wir haben Christi Himmelfahrt oder Vatertag. Ja. Wir schauen uns an, was wir heute für den Skorpion haben. Wir haben Sonne in den Zwillingen. Da ist viel Kommunikation drin, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Es ist der Mond im Widder, feurige Energie, Temperament, aber auch Zorn, ja. Wir haben Durchsetzungsfähigkeit zwischen Merkur und Pluto, also die in einer Verbindung stehen, wo man sich durchsetzen kann. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Skorpion haben. Immer bedenken, wir haben immer noch Merkur rückläufig. Geselligkeit, man ist nett beisammen, das ist ja schön. Dann haben wir den Neuanfang, der kommt heute auch sehr oft vor. Und wir haben die 7 der Schwerter. Das ist das Unbekannte, das Verborgene, das, was man nicht weiß oder was man selber im Verborgenen halten möchte. Also ich denke mal, du stellst dir auf jeden Fall vor, dass du mit den Leuten, die du kennst, mit den Leuten, die du magst oder mit deinem Umfeld eben einen Neuanfang herstellen kannst, ja. Also ich denke auch, dass du den Tag heute auf jeden Fall genießen solltest. Vielleicht solltest du dich um das Verborgene heute gar nicht so extrem kümmern. Wir haben deine Energie, König der Kelche. Du verfolgst deine Ziele natürlich. Bist fürsorglich, entgegenkommend, freundlich und nett. Und vergisst natürlich nicht, was du gerne realisiert haben möchtest. Ich denke, dass du heute bedenken musst, dass ein paar Dinge auch dir verborgen sind. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber du solltest immer berücksichtigen, dass andere Leute andere Agenten haben, andere Ziele und vielleicht auch ihre eigenen Ziele durchsetzen wollen. Und vielleicht solltest du einfach heute nur den Tag genießen und dich darum gar nicht kümmern. Denn wir haben ja Durchsetzungskraft und wir haben ja auch die Möglichkeit, dass da heiße Diskussionen stattfinden können. Am besten, du kümmerst dich heute nicht um
die unbekannten Dinge. Du rechnest sie mit ein, aber du, ich denke mal, genießt den Tag einfach. Und dann sehen wir morgen weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt und Vatertag. Okay, die Sonne ist im Zwilling. Kommunikativ, vielseitig interessiert, das beflügelt dich natürlich auch. Und mit dem Mond im Widder könntest du heute Berge versetzen, denkst du zumindest. Nicht böse gemeint, ich muss so lachen, weil wir haben Merkur rückläufig und alles, was man momentan probiert, ist immer von Hindernissen besetzt. Also deswegen ist das schwierig, da sich im Zaum zu halten. Wir schauen uns an, was wir heute an diesem Tag für den Schützen haben. Ja, innerer Konflikt, ja, Obsession, Übertreibung und der Turm. Also du musst dich wirklich zurückhalten heute. Du hast so eine Energie, ich möchte gerne was verändern und ich bin zornig vielleicht und auch wütend über Dinge, die so passieren. Es kann der innere Konflikt sein oder der Wettbewerb mit anderen. Mit dem Teufel solltest du dich heute wirklich ein bisschen zurückhalten. Du musst die Hindernisse, die schon da sind, beseitigen und sollst hier keine neuen schaffen. Wir haben den Eremiten. Der Eremit ist die Jungfrau-Energie, bedeutet, dass du in dich gehen sollst, nicht nach außen, sondern nach innen gehen sollst. Rückläufigkeit ist ja auch immer nach innen gehend, dass du für dich klären sollst, wo will ich eigentlich hin? Welche Hindernisse liegen noch auf meinem Weg? Was muss ich beseitigen? Und ich darf mich natürlich darüber ärgern, aber ich sollte mich daran nicht festhalten. Ich sollte zielorientiert daran arbeiten, was kann ich jetzt und kurzfristig vielleicht für mich schon mal beiseite räumen. Also Unwägbarkeiten, auf die du selber Einfluss hast, ausmisten, Dinge wegschmeißen, Ordnung schaffen, solche Sachen. Und dann kann ich im Außen viel besser auftreten, kann ich die Dinge viel besser angehen, als wenn ich da auch noch Sachen habe, um die ich mich kümmern muss oder die mich belasten. Also es ist schwierig heute, vielleicht keine gute Stimmung, vielleicht bist du einfach aufgebracht oder regst dich über jemanden auf. Wichtig ist, dass du dein Inneres reinigst und vielleicht auch im Außen versuchst, ruhig zu bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen angenehmen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. Mai 2022. Da haben wir Christi Himmelfahrt und Vatertag. Ja, wir haben die Sonne in den Zwillingen, kommunikativ, umfangreich und manchmal auch nervös machend, wenn zu viel Kommunikation stattfindet. Der Mond ist eben durchsetzungsfähig im Widder. Wir haben auch Pluto und Merkur in einer durchsetzungsfähigen Situation. Man kann sich durchsetzen. Die Frage ist immer, muss das sein? Also Merkur rückläufig sollte da so ein bisschen die Überlegung beinhalten, ob es das wirklich jetzt Not tut oder ob das wirklich gemacht werden muss. Wir haben die Detailfragen, 7 der Münzen. Wir haben den Wagen, Erfolgsgarant, also die Zügel in der Hand halten und die Fürsorge, liebevolle Fürsorge. Das kann bedeuten, dass eben Detailfragen wichtig sind, um diesen Wagen erfolgreich voranzubringen. Bedeutet, wer arbeitet mit, wer kann helfen, wer soll helfen oder wer auch nicht. Und die Fürsorge geht ja davon weg. Das heißt, du sollst dich vielleicht heute nicht nur um deinen Erfolg kümmern, um das, was du sowieso schon tust, sondern vielleicht auch Fürsorge für andere Dinge. Wir haben hier eine Entscheidung oder du stehst vor einer Weggabelung. Vielleicht geht es auch darum zu wissen, wie es weitergehen soll, in welche Richtung du tendierst. Und deswegen solltest du dir hier bei deinem Erfolgswagen auch anschauen, wie ist der aufgebaut, habe ich da noch Zeit genug zu regenerieren und solche Sachen, habe ich genug Zeit für mein Privatleben und solche Sachen. Es ist ja auch wichtig, mal die Batterien wieder aufzuladen. Und du stehst vor einer Entscheidung, wie handle ich das? Also ganz weg von ich sage jetzt mal, Energie der Durchsetzung. Es geht vielleicht auch darum, gewisse Dinge zu berücksichtigen bei dir, die du möglicherweise nicht immer so in den Vordergrund stellst. Das sind Gefühle, das ist Regeneration und das ist natürlich auch die Beteiligung von Menschen, die dir am Herzen liegen. Und das sollte, glaube ich, heute in deine Entscheidung mit einfließen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt
und Vatertag. Ja, wir haben die Sonne in den Zwillingen. Das ist auch Luftenergie wie deine Kommunikation. Du bist wahrscheinlich sehr kommunikativ auch mit anderen oder andere kommunizieren halt sehr stark auch mit dir. Muss ja nicht schlecht sein. Wir haben den Mond im Widder. Bedeutet Durchsetzungsstark, man könnte mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja, vielleicht nicht so gut bei Merkur rückläufig. Zudem haben wir noch eine Konstellation zwischen Merkur und Pluto, wo die Durchsetzungskraft gegeben ist. Also es könnte, wie gesagt, auch ja, heftig zugehen. Was haben wir für den Wassermann heute? Zurückhaltung, das ist schon mal gut. Und 10 der Schwerter, du hast deine Erfahrung gemacht. Und das Team, die Leute, die dich begleiten, die dir helfen, die bei dir sind. Also ich denke mal, du solltest heute keinen Kampf suchen. Du hast deine Erfahrung in dem Bereich gemacht, dass es nicht immer lohnt, sich um jeden Preis durchzusetzen. Vielleicht haderst du ja auch noch mit der einen oder anderen Sache, wo sich das eben nicht rentiert hat oder wo du dann, ich sag jetzt mal, deine Wunden noch leckst. Das kann durchaus sein. Wir haben das Team, wir haben die Leute, die an deiner Seite stehen, die mit dir vielleicht auch, ja, ich sag mal, für die gleiche Sache kämpfen oder so. Und wir haben die Liebenden. Also es sind liebevolle Menschen in deiner Umgebung oder Menschen, die du sehr schätzt. Muss nicht immer Liebe sein, kann auch sein, dass du mit den Leuten eben schöne Dinge teilst, ein Hobby oder irgendwas. Und damit solltest du dich heute freundlich und liebevoll beschäftigen. Ich denke mal, weg von Problemen, von Situationen. Zurückhaltung kann auch bedeuten, dass du heute keine Probleme wälzen sollst und vor allen Dingen auch vielleicht nicht darüber reden solltest. Einfach um den Tag zu genießen. Nicht, weil du das nicht sagen sollst, sondern weil du einfach den Moment, das Zusammensein mit netten Menschen einfach ja, für dich schätzen und genießen sollst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Donnerstag, 26. Mai 2022, Christi Himmelfahrt und Vatertag. Ja, was haben wir heute für die Fische allgemein? Die Sonne ist weiterhin natürlich im Zwilling, Kommunikation, Auseinandersetzung mit den Dingen, Gespräche, Diskussionen, whatever. Und der Mond ist in Widder. Feurige Energie mit dem Kopf durch die Wand. Ich will mich durchsetzen. Merkur und Pluto stehen auch noch so, dass sie Durchsetzungsfähigkeit unterstützen. Das kann dich natürlich beflügeln als Fisch. Das ist nicht schlecht, aber wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist auch immer noch rückläufig. Was haben wir heute für die Fische allgemein? Sicherheit und Stabilität, 10 der Münzen. 3 der Münzen, das Team und die 10 der Kelche, das ist ja nun mal richtig toll. Also es bedeutet, du bist sicher, stabil, mit den richtigen Leuten zusammen und voller Liebe und Familie. Also da ist wirklich das volle Programm. Besser geht's eigentlich nicht, ja. Also ich glaube mal, du fühlst dich heute richtig wohl. Da haben wir noch die Intuition dabei. Dein Gefühl sagt dir, dass du wirklich heute den Vogel abgeschossen hast, was die Stimmung betrifft, was das Wohlbefinden betrifft, die Sicherheit, die Stabilität, die richtigen Leute. Also genieße es nach Herzen. Und ich denke mal, auch eine gewisse Dankbarkeit dafür darfst du gerne an den Tag legen. Vielleicht den Leuten sagen, wie sehr du sie schätzt und wie schön das ist. Vielleicht ist das eine Familienzusammenkunft oder Freunde, die sich treffen und das ist besonders schön heute und das solltest du auch genießen und ich finde das sehr, sehr schön. Die Intuition sagt dir einfach, dieses Wohlgefühl, nimm es in dich auf wie ein Schwamm und davon kannst du lange zehren. Also es ist eine tolle Energie für den heutigen Tag und deswegen würde ich da auch ganz genau hinschauen und jeden Moment wirklich ausgiebigst genießen. Also da ist wirklich schöne Energie, aber auch Entspannung mit der Energie der Münzen. Vielleicht auch ein Gewinn oder eine Freude, die du irgendwie erhältst und die darfst du mit denen teilen, die dir am Herzen liegen. Tolle Energie heute, viel Spaß, lieber Fisch, hab einen schönen Tag und bis morgen.